Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Um was sich das Video heute handelt, seht ihr jetzt nach dem Intro. Also bleibt dran. Unser Leben hat sich verändert. Es ist nicht bunter und fröhlicher geworden, sondern ungerechter und vor allem unsicherer. Ich frage mich, wie das alles weitergehen soll, wenn selbst vor Frauen mit Kinderwagen und Rentnern auf Friedhöfen kein Halt gemacht wird. Ist das wirklich das Land, in dem wir gut und gerne leben wollen? Ist das der Preis für die von Politikern und ihren Medien beständig gepriesenen offenen Welt? Müssen wir uns tatsächlich anpassen an die neuen Regeln einer fremden Lebensart? Uns von nun an dran gewöhnen, beständig abzuwägen, ob wir lieber die Straßenseite wechseln und den Kopf senken sollten? Ob wir Jugendlichen, die kaum unsere Sprache sprechen, die noch nichts beigetragen haben, den Vortritt lassen, um uns nicht respektlos zu verhalten? Der älteren Tochter beibringen, wie man sich angemessen verhält, laut schreien, auf sich aufmerksam machen. Was wird sie denken, wenn man es ihr erklärt? Immer jemand zur Begleitung mitnehmen, um nicht allein unterwegs zu sein? Hier, in unserer Heimat? Der Protest gegen das Wegsehen, gegen das Verschleiern, gegen das Weiter-so der Verantwortlichen hat begonnen. Wenn ich aufstehen kann, können andere das auch. Ich kann nicht genau sagen, wann das wieder begonnen hat. Doch die Muster gleichen sich. Das bevormundende Gebaren arroganter Eliten. Die Verweigerung, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie mit unserem Land machen. Die Drangsalierung von Bürgern, die diese Verantwortungslosigkeit kritisieren. Was soll übrig bleiben von dem, was wir uns für unsere Zukunft erhofft und erarbeitet haben? Wie soll unsere Heimat aussehen in 5, 10 oder 15 Jahren? Sollen wir uns nun wieder wegducken vor einer falschen Politik, vor den falschen Politikern, wieder nur hinter vorgehaltener Hand reden? Beinahe 2/3 der Stadt lehnen die Asylpolitik der Regierung ab. Wir sind der Souverän, wir haben ein Recht darauf, Fragen zu stellen. Wer trägt die Verantwortung für die illegale Masseneinwanderung und deren Folgen? Wer hat uns das zuerst als unsere moralische Pflicht verkauft, dann als wirtschaftliche Notwendigkeit, dann als unabwendbares Schicksal? Ich werde mich nicht wegducken. Wenn ich aufstehen kann, können andere das auch. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Täglich die Meldungen von immer neuen Demütigungen, Misshandlungen, Angriffen und Morden. Mal schütteln wir den Kopf, mal sind wir wütend, mal schockiert, mal resigniert. Manchmal alles zusammen. Und doch schweigen wir. Und die Verantwortlichen? Sie haben gewusst, wem sie uns ausliefern. Sie haben das in Kauf genommen. Sie stellen sich vor die Kameras und reden von Einzelfällen. Sie versuchen zu beruhigen, sie verzerren, denn längst ist der Einzelfall zum Euphemismus geworden, zum beschönigenden Ausdruck, der tausende unschuldige Opfer verdeckt. Und dann ist er plötzlich ganz nah, im eigenen Stadtteil, am eigenen Arbeitsplatz, in der eigenen Schule, betrifft dich und dein Kind. Und eine Ohnmacht macht sich breit, weil es jeden treffen kann. Das haben die vergangenen Monate gezeigt. Ganz gleich, ob als Mann oder Frau, ob als Schüler oder Rentner, ob bei Nacht oder am Tag, ob in der Straßenbahn, am Stadtrand oder beim Einkaufen mitten im Zentrum. Ich will nicht mehr schweigen. Wenn ich aufstehen kann, können andere das auch.